Di Maria. Und da ist das 1:0 für Argentinien. Mit einem Chip. Hier war kein Abseits, war gleiche Höhe. Löst sich Agüero und erzielt das 1:0 für die Gäste. Kun Agüero, der seit fast einem Jahr nicht mehr getroffen hat für die argentinische Elf, bringt die Südamerikaner in Führung. 21. Minute. Eine ganz starke Flanke von Dima. Da ist er wieder. Ganz alleine, Di Maria. Wieder von Di Maria vorbereitet. Das 2:0 für Argentinien. Du brauchst Lösungen auf der linken Abwehrseite. Durm verliert den Zweikampf im Mittelfeld, fehlt dann hinten. Di Maria kann wieder ungestört flanken und Lamela ungestört abschließen. Sehr stark gespielt. Ohne Messi. Echt zum falschen Zeitpunkt für Argentinien in Topform ist. Di Maria. Und das ist das 3:0. Tockt. Und da ist natürlich Weidenfeller, der noch kalt war, absolut beteiligt. Wieder vorbereitet von Di Maria und Fernandes, der Innenverteidiger. Springt höher als Ginter. 0:3. Weidenfeller war noch gar nicht richtig im Spiel. Und es geht ganz schnell. Über drei Stationen. Der Lupfer. Und der beste Mann Argentiniens erzielt. Haltung sein sollte ein Aufgalopp nach dem Turnier, aber so ein Ergebnis ist natürlich auch bitter, selbst in einem Freundschaftsspiel. Höwedes wirft sich noch dazwischen und kann das 0:4 nicht verhindern. Wie rund erneuert wirkt, das muss man auch noch sagen, im Vergleich zur Weltmeisterschaft. Und die Möglichkeit von Schürrle und der Ball prallt ab und wieder Schürrle. 4:1. Fischen gegangen. Schürrle schießt den Torwart an und dann im Nachschuss. Der erste Treffer für die deutsche Elf durch Andrej Schürrle. Hat eine prima Bilanz in der Nationalmannschaft. 40 Länderspiele. Da stand Ginter bereit. Aber der neue Mann in der angriffischen Deckung, Campagnaro, war schneller. Podolski und Götze 2:4. Die Aufholjagd geht weiter. Der Ball, glaube ich, noch abgefälscht von Fernandes. Das ist Podolski. Ja, hier. Auf Höhe der 5-Meter-Linie. Trifft Götze Fernandes und damit